Okay, und weiter geht's zur nächsten Insel. Ja, die sind recht klein. Ich denke, die nimmt er auch nicht. Das heißt, wir haben noch die Insel hier. Die nehmen wir uns nämlich jetzt auch. Und dann müssen wir eigentlich nur noch Blau besiegen. Genau, aber das, da haben wir ja noch genug Zeit. Kann das sein, dass er seine Fischerhütte ohne Weg gebaut hat? Cool, da steht eine Fischerhütte und da führt kein Weg hin. Der ist echt klug, muss man sagen. Ja, hast du klug gemacht. Ist in Ordnung. So, und du baust hier ein Kontor. Ach, die sind noch nicht mal erforscht. Haben wir die schon erforscht? Ja, Die die haben wir Ressourcen erforscht. dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Okay. Kakao und Baumwolle. Das ist schon mal gut. Baumwolle ist immer gut. So, können wir hier irgendwo ein Kontor bauen, dass wir noch. Ja, machen wir das so und dann erschließen wir den Teil noch mit dem Marktplatz. So, 1, 2, 3. Ne, 1, 2, 3, 4. So rum. Und 10. Und dann bauen wir hier nämlich noch einen Marktplatz hin. So weit, so gut. Und dann kommst du mal wieder nach Hause. Und dann würde ich sagen, jetzt haben wir Blau ein bisschen auf den Sack gehen. Ach, ich baue schon mal die Kanoniere, kann nicht schaden und dann warten wir erstmal noch eine Runde. Wie sieht's denn bei dir so aus? Oh, du hast auch schon eine große Werft. Das ist halt echt, ja, sagen wir mal, nicht so gut. Aber er hat noch, doch, er hat sein erstes Kriegsschiff schon. Ja, und ich glaube, wir sollten zumindest mal unsere Hauptinsel auf jeden Fall auch ein bisschen schützen. Okay, ja, mittlerweile sieht es hier im Rohstofflager wieder einigermaßen in Ordnung aus. So, die Bürger können wir auch wieder mehr besteuern. So, gut, dann würde ich sagen, wir lassen jetzt mal ein bisschen laufen und warten, bis sich die Vorräte wieder ein bisschen auffüllen und bauen vielleicht mal ein bisschen eine Mauer. Sollen wir eine Mauer bauen? Eine Einheit wurde ausgebildet. Ha. Ich weiß nicht so recht, also hier können wir auf jeden Fall eine bauen. Ich will ja nicht, dass wir hier ungebetene Gäste kriegen. Also da, wo es auf jeden Fall überall schon komplett erweitert ist, unser Gebiet, da können wir so eine Mauer hinstellen. Und bei den anderen müssen wir dann schauen, inwiefern wir das noch erweitern können. Weil wir wollen natürlich so geschickt wie möglich hier bauen. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Schon hier, gell? Ja, hier geht nicht. Aber hier geht. Und hier geht. Und jetzt fehlen uns die Ziegel. So, Freunde, habt ihr hier noch Platz für einen, wenn da ein Weg ist? Ich glaube nicht, gell? Nee, da ist nicht mehr Platz. Da ist kein Platz mehr für einen von euch. Ja gut, dann würde ich sagen, richten wir halt hier noch ein Steinbruch ein. Okay, Steinmetz. Ach, du bist so groß. Ha, ist nicht gut. Aber hier kann ich zwei hinstellen. Ihr braucht es halt noch ein Steinbruch. Zum Beispiel hier. Und ihr kriegt sogar einen Weg dahin gelegt.
So, und dann wird hier nämlich noch eifrig Ziegel produziert. Was schon sehr gut ist. Weil gerade Ziegel können wir echt sehr, sehr gut gebrauchen. 5 Ziegel. Ich habe noch nie 5 Ziegelsteinmütze gehabt. Das hatte ich noch nie in dem Endo-Spiel. Das habe ich jetzt zum ersten Mal. Es ist vieles zum ersten Mal. Ich hatte auch noch nie 185.000 Gold. Ich hatte mal 100.000 so rum, aber so schnell, so viel Gold hatte ich schon lange. Hatte ich noch nie. Sagen wir so. Ja, nie hatte ich's. Neue Soldaten sind wir haben halt echt super, super Bilanz. Und unser... Warte mal, wir machen hier ein bisschen schneller und unser Konto füllt sich und füllt sich. So haben wir, bis Tabak hochgeht. Und Gewürze. So, du Nahrungstypi. Okay, genau, dann sind wir hier dabei, jetzt mal die Nahrung aufzustocken. Das geht hier sogar einmal. Neue Einheiten sind bereit. So, und zwar... Vergrößern wir einfach die hier. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Okay. Gut. Ach, die Pest. Ja, so wird es leider nie was mit Denkmälern. Das ist leider, leider echt schade. Und dann hier noch eine Fleischerei hinstellen. Nee. Da. Aber dazu fehlt uns das Holz. Das ist schade. Dann musst du ein bisschen Holz bringen, mein Freund. Halt, du holst dir noch was. Du bist jetzt unser... Ich meine, weil wir haben ja... So. Okay, dadurch, dass wir immer einkaufen und das Zeug halt auch produzieren und nicht unsere Lager einfach volllaufen, bist du jetzt halt unser Ersatzkonto, sagen wir mal so. Ja, wo könnte man denn überhaupt noch die Kontore ausbauen? Hier das Konto 4, könnte man mal ein Konto 4 herstellen, das leider jetzt nicht funktioniert. Weil ich dazu 5 Werkzeuge brauche. Schade, Werkzeuge. Ja, gut. Ich könnte auch Schmuck verkaufen, aber das mache ich jetzt nicht, weil unsere Bilanz ist ja gut. Was ist denn das jetzt? Das wollte ich doch gar nicht. So, genau, Rinderfarmen hier. Achso, hatten wir jetzt schon und ist die Fleischerei noch herstellen. Die können wir aber eigentlich auch hier herstellen, weil dann wird der nicht noch auch eins im Block, nicht noch eins blockiert. So, dann wäre hier ja rein theoretisch Schluss, aber das ist ja eigentlich egal. So, dann markieren wir das so. Ach so, das geht ja noch nicht. 2, 1, 1, 2 und dann ist hier der Weg, gell? Ja, genau. Folgen wir den einfach so weiter und dann reißen wir hier erstmal die Bäume runter. Nein, den Weg nicht, nur die Bäume. Genau, so läuft das. So, und dann kommt hier die nächste Rinderfarm hin und dann hier die nächste und dann können wir nämlich hier abschließen. So, eine Fleischerei noch. Wo ist sie? Hier. Daher, da ist der Markt Karren schneller. Ja, und hier nochmal das Ganze. Würde ich sagen. So, erstmal das ganze Zeug hier weg. So, der Dolch, euch können wir auch mal weg hier machen. So, eine Rinderfarm. Wo haben wir sie denn? Rinderfarm. Rinderfarm, da. Ja. Und eine Fleischerei.
So. Und wie weit geht die Rinderfarm bis da hoch? Ich glaube nicht, dass wir hier oben noch was bauen können. Leider, aber macht ja nichts. Gut. Ich würde sagen, das reicht fürs erste Mal. So, für die Nahrung sieht es doch schon mal ganz hübsch aus. Hat auch ideal gepasst. So, wo geht's weiter? Lager voll. Lager voll. Das Problem, wir bauen hier ein größeres Konto. Das Problem an der Sache ist, irgendwie dauert es mit den Marktkarren immer ein bisschen. Das ist leider ein bisschen das Problem, dass hier voll oft ist, die Lager überlaufen. Und da wird dann natürlich nicht effektiv produziert, aber ich meine, es gibt keine Möglichkeit mehr, Handelskarren zu haben. Man hat eh schon mit diesem Kontor hat man eh schon zwei Karren, aber das reicht halt manchmal nicht. Weil das Ding hier ist jetzt schon wieder voll. Und es wurde gerade doch erst abgeholt. Null. So, mal schauen, wie schnell die Weberei so läuft. Ja, die läuft schon einigermaßen schnell. Und wenn das alle machen, dann wird es hier echt eng. Na gut, weiter geht's. Was wollen wir tun? Was muss ausgebaut werden? Kakao, check. Gewürze, ja, passen mittlerweile. Tabakwaren, geht. Nahrung habe ich ausgebaut, Stoffe und Zeug passt. Das heißt, das nächste ist nochmal so eine Gewürzding da hier. Dann bauen wir das am besten hierher. Und zwar hier, Gewürze. So, und zwar hier einmal so die Gewürze. Ist das überhaupt richtig? Ja, ist richtig. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Weg. 1, 2, 3. Also da Weg und hier geht's weiter, genau. Und Weg 2, also... Ach, keine Ahnung, echt nicht. Ja, so passt es auf jeden Fall. Ja, es passt sogar. Okay, also, dann machen wir hier ein paar Werkzeuge, ein paar Ziegelsteine, ein bisschen Holz, mehr Ziegelsteine, so, reicht schon. Gewürzplantage. Die ist bescheuert gesetzt. Die ist nämlich falsch gesetzt. Schade, Gewürzplantage, nur weil ich das nicht so weit gebaut habe, heißt es ja nicht, dass ich deswegen recht hatte. Aber ich fail halt dann wieder ein bisschen und schade failen. Ach, ist doch egal, echt jetzt. Dann fail ich halt ein bisschen. Das macht doch dann wohl auch nichts aus. So. Zack, 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 zack und zack, zack. So, Gewürze wieder ausgebaut. Sehr schön. Sieht schon hübsch aus. Gut, dann nehmen wir mal das Zeug hier wieder mit. Ja, ja, braucht hier nichts mehr. Und dann, was bauen wir jetzt aus? Ja. Zuckerrohr und Tabak. Und jetzt ist er dran. Weil die Insel hier ist jetzt fast voll. Und jetzt wird es halt dann echt einfach Zeit, dass wir nochmal eine Tabakinsel kriegen. Weil das hier ist vielleicht ist noch eine und die da, aber die sind schon recht klein. Und das ist nämlich keine mehr. Und ansonsten müssen wir hier weiß platt machen. Und deswegen würde ich sagen, ist jetzt blau dran. Okay. Ja, gut, soweit, so gut. Dann würde ich sagen, ach ja, genau, hier können wir noch ein bisschen, wo ist mein Kriegsschiff? Kommst mal hier hoch. Und dann kommst du mal, baust mal noch eins. Ah, wir haben hier schon wieder alles voll. Ach dann genau, dann machen wir mal die Mauer hier weiter.
Wir haben ja die Ziegelsteine aufgerüstet. So.